Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig ganz nah dran. Heute bei... Und nun viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Abend, ein herzliches Grüß Gott, lieber Hartmut Koschig, liebes Team, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr. Die Energiewende ist eines der wichtigsten Themen nach dem Wiederaufbau, nach dem Krieg und nach der deutschen Einheit. Das hat sich inzwischen herumgesprochen. Die Energiewende ist nicht irgendein Projekt. Die Energiewende ist kein Projekt, das man ein oder zwei Jahre betreibt und dann ad acta legt, weil alles erledigt ist. Die Energiewende ist ein Generationenprojekt. Das ist der Umbau des zentralen Nervensystems unserer Volkswirtschaft, das in 150 Jahren entstanden ist, in all seinen Teilen. Es ist eine Operation am offenen Herzen unserer Volkswirtschaft. Aber es ist ein Projekt, das aus umweltpolitischen, aus klimapolitischen, aus wirtschaftspolitischen, aus wettbewerbspolitischen Gründen für unser Land von zentraler Bedeutung ist. Die Grünen, Claudia Roth und Jürgen Trittin sagen zusammengefasst, die Energiewende ist ein Erfolg, wenn das letzte Atomkraftwerk und das letzte Kohlekraftwerk geschlossen sind, wenn wir unseren Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, koste es, was es wolle, und notfalls müssen wir unseren Wohlstand zurückschrauben, damit diese Energiewende gelingt. Und ich sage Ihnen, eine Energiewende, die dazu führt, dass wir unseren kollektiven, gesellschaftlichen und individuellen Wohlstand zurückschrauben müssen, dass wir Arbeitsplätze verlieren, dass wir auf der Weltbestenliste abrutschen ins Mittelfeld oder noch darüber hinaus, dass wir unsere sozialen Leistungen nicht aufrechterhalten können. Eine solche Energiewende würde uns niemand in China oder Indien abkaufen. Eine solche Energiewende wäre ein Ladenhüter. Eine solche Energiewende würde nicht mal in Deutschland dauerhaft Akzeptanz finden. Und deshalb sage ich Ihnen, nein, die Energiewende ist erst dann ein Erfolg, wenn wir das letzte Atomkraftwerk und eines der letzten Kohlekraftwerke abgeschaltet haben und wenn Deutschland dann immer noch eines der wettbewerbsfähigsten, wohlhabendsten, exportstärksten Länder dieses Planeten ist. Unsere Parole lautet nicht Umwelt oder Wohlstand, unsere Parole lautet Umwelt und Wohlstand. Und dafür stehen die CDU und die CSU in den nächsten Jahren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die nicht jeden Tag über Politik nachdenken, dass sie ein Gespür dafür bekommen, wie wichtig diese Bundestagswahl für uns alle gemeinsam ist. Und wenn es mir dann gelingt, Sie davon zu überzeugen, dass Sie noch zwei Wochen hart arbeiten dafür, dass Horst Seehofer Ministerpräsident bleibt, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt, dass Hartmut Koschig seine erfolgreiche Arbeit in Berlin weiter fortsetzen kann, dann sage ich Ihnen, dann ist mir auch um die Zukunft der Energiewende nicht bange. Und deshalb bitte ich Sie herzlich, helfen Sie mit, unterstützen Sie uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben hoffentlich heute gespürt, dass wir einen verantwortlichen Minister in Berlin haben, der diese Materie in allen Denkrichtungen durchdacht hat, der weiß, was er konzeptionell angehen muss, der versucht hat, uns die Dimension der Herausforderung zu beschreiben. Ich glaube, Sie haben es auch ein Stück mit in der Hand, als Wählerinnen und Wähler bei den beiden Wahlsonntagen am 15. und am 22. die Richtung, wie sich auch Energiepolitik in unserem Land in Zukunft gestalten kann, gestalten muss, mitzuentscheiden. Ich möchte mich bei Peter Altmaier ganz herzlich für seinen Besuch heute in Bayreuth bedanken. Fakt ist, dass wir in Bayern mittlerweile 33% des Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen, dass wir einen guten Mix bisher haben und ein guter Mix wird auch in Zukunft wichtig sein, um den Anforderungen gerecht zu werden. Wir werden daran arbeiten, die Speichertechnologie noch entsprechend zu etablieren. Das ist kein leichter Weg. Wir haben ja auch hier in Oberfranken ein Unternehmen, das hier bereits gut in der Spur ist im Staffelstein. Aber da wird sicher noch einiges aufzuholen sein.